Hallöchen, meine lieben Freunde und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Thema Frontier. Heute zur zweiten Folge und wir haben uns jetzt Event. Karneval-Event, das nehmen wir mal mit hier. Fertig. So, was haben wir noch hier? Zack, zeigen gehen. Wir sind jetzt VIP 1, weil ich für den Euro aufgeladen habe. Haben auch direkt den Mystery Shop offen, womit ich eh noch nichts anfangen kann. Aber, wo ist unser, hallo, Wemon, where are you, Wemon? Achso, ah, jetzt krieg ich's. Claim now, catch Wemon, nice. So, wir haben Wemon. Erstmal Screenshot für Dingens. Und natürlich catchen wir uns das Ganze. Und packen es einfach mal erstmal nur ins Team. So. Dann würde ich sagen, leveln wir jetzt erstmal da das Ganze. Level 8, Freilevel, so. Level up 8, so. Zack. Und du gehst auch Level up mit einem. So. Da haben wir das Ganze schon mal so. Wemon werde ich später leveln. Wemon kann zu Dings, zu Magnamon digitieren. Ist dann Vidramon. Ist die Vidramon-Line. Zunomon ganz wie gewohnt nach Metallgarurumon. Dann haben wir Gatomon, welcher schon auf dem Champion ist, was zu Angemon und dann zu Ophanimon wird. Bukamon muss ich mir auch nochmal reinziehen. Zunomon, ja, Weigmon, easy geil. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann Biomon, natürlich Phoenixmon. Ist ja natürlich klar. Und ja, jetzt machen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Wir haben eigentlich jetzt alles erstmal erledigt. Wir können aber, glaube ich, wieder in einer Minute. Gut, dann gehen wir mal in die zweite Region. Wir schauen einfach mal. Wir schauen, was uns dort erwartet. In die zweite Region. Geil. Da guckt euch an, wie viele Leute hier spielen. Das ist da und ich habe Koromon bekommen. Koromon gehört jetzt in unser Team. Put him back. Training. Level up. Zack. Direkt auf so, wie es sein muss. So. Kann ich wieder breaken? Machen wir auch. Kann ich von irgendjemandem euch noch breaken? Ja, Koromon kann ich noch einen Break geben. Machen wir. Nice. Boah, das gefällt mir ja, ne? Nice. Sieht ja schon mal richtig cool aus. Dann haben wir Gabumon, Gatomon, Gabumon, Biomon, zack, und Patamon auch noch. Das ist so cool. Oh, guck mal, Ken ist da, Leute. Ken. Wir kämpfen gegen Ken. Und sogar mit seinem richtigen Partner hier. Bubbles. Natürlich haben wir auch Statuseffekte, zum Beispiel Speeddown. Natürlich gibt es auch Defensive. Und all so Zeugs halt, was es auch halt bei Pokémon gibt. Es gibt auch Burn und so, also alles. Oh, wir haben Zunomon gekriegt. Ach ja, das brauchen wir nämlich. Und zwar kann ich euch das nämlich jetzt genau zeigen, was ich mit dem Digitieren meinte. Wie ihr seht, haben wir hier eine, also wir sind jetzt gerade in der Awake-Phase 0. So, und wir wollen ja dann jetzt auf die Awake-Phase 1 um, das zeige ich euch jetzt, wenn ich mich digitieren möchte, sage ich mal ganz einfach jetzt hier, it needs one Awake-Phase, bla bla bla, to Rookie. Das heißt, er muss auf die Awake-Phase 1 kommen. Um das zu machen, braucht ihr halt diese hier, diese Dawnstones, die ihr halt auch durch Quests und sowas bekommt. Und ihr müsst doch mal extra ein Zunomon, was wir jetzt gerade geschenkt bekommen haben. Also wir haben zwei Zunomons, eins jetzt hier drinne und eins noch jetzt im Dutz Center. Und dieses müssen wir hier jetzt einfach hier einfügen und können jetzt unser Zunomon awaken. So, das haben wir jetzt gemacht. Defense, Free, Shooter, zur Digiform. Was heißt eigentlich Replace? Achso, ja, noch nehmen wir doch. Dann müsstet ihr das doch jetzt auch haben, ne? Moment. Nein, er ist auf Dev geblieben. Scheiße. Hätte ich umändern können jetzt, glaube ich, oder? Training? Fuck. Na, egal. War ich wieder zu übereifrig. Nun gut, das haben wir jetzt getan. Und jetzt könnten wir also rein theoretisch zu Gabumon digitieren, wenn wir jetzt noch zwei Wappen der Freundschaft haben. Die kriegen wir aber auch. Keine Sorge, die bekommen wir. So, wir machen jetzt weiter und gehen zum nächsten Trainer.
Oder nein, Trainer sage ich, sagt man doch gar nicht hier. Zum nächsten Thema. Mein Gott. So, Bubbles. Bumm. Bubbles. Bam. Und schon wieder Level up. So, jetzt haben wir Tokomon bekommen, nice. Das heißt, wenn man put him back. Ne, store in PC und Tokomon geht in den Back rein. Und wird auch direkt getrained. Zack, bam, Level 9. So. So, unser Baby-Team ist halt komplett. Wir haben einen Champion ja halt schon, ne? Wegen Gatomon ist ja Champion-Level. Und ja. Machen wir uns mal auf den Weg. Weiter hier geht's. Und wir haben jetzt Wolfcry. Das ist jetzt so eine Attacke, wovon ich gesprochen habe. Zack, Defensive minus 1. Da haben wir direkt mal einen Bubble rein. Bam. Da. Das zieht. Also, ich bringe eigentlich schon ordentlich was. So, die haben bis jetzt nur noch ein Digimon. Das wird halt im späteren Verlauf kommen da halt mehr, ne? Ist ja klar. Da. Jetzt haben wir 5 Wappen des Mutes bekommen. Was uns aber eigentlich nichts bringt. Erstmal nicht. Aber für links reicht es nämlich schon. Da. Um zu Agumon zu digitieren. Aber uns fehlt wie gesagt noch ein Kuromon. Ich muss gerade mal schauen, wo wir das bekommen. Dann können wir das gleich mal scannen direkt. Da ist Motimon. Ist Insekt-Gift-Typ. Was auch ziemlich lustig ist, wie ich finde. Dass sie auch so Typen haben. Also das ist echt cool. Und wieder Level Up. Also hier geht's recht schnell. So, Friendship-Dinger. Jetzt können wir es tun, Leute. Wir können digitieren. Guckt euch das an, Alter. Guckt euch das an, Leute. Ist das nicht fucking geil? Ist das nicht geil oder ist das geil? Das ist doch sowas von fucking awesome geil, oder? Wir können einfach fett digitieren, Mann. Wir können einfach fett digitieren. Ach, dann nehme ich doch das doch, die beiden Screenshots. Das ist doch viel schöner. So, jetzt schaue ich nochmal, was wir hier in der Region haben. Hier im Dex meine ich. Tentomon. Waldregion 2. Wir sind hier in Waldregion 2. Ich transfer mich mal kurz nach 1, weil ich gucken will, ob man hier Kuromons kriegt. Weil da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Nee, nur Agumon. Achso, ja, okay. Regional, Dex, nein, wir wollen World. Und wieder zurück. Oh, hoffentlich haben wir überhaupt die Chance, Kuromons zu fangen. Dann Kuromon wären schon nice. Ah, wir können aber nochmal ein Yokomon holen, um zu Biomon zu digitieren. Aber wir haben keine Liebe. Also, Wappen der Liebe. Also, es würde jetzt eigentlich nur Kuromon was helfen. Obwohl wir uns schon mal vorbereiten könnten, dass wir nochmal ein Yokomon, ein Kuromon und ein Tokomon und ein Bukamon nochmal holen. Das könnten wir eigentlich tun. Ich schaue nochmal den Dex nach. Nee, hier war es nicht. Also gehen wir mal woanders hin. Ja. Kushiro, Issy. Oh, gegen Mimi müssen wir uns battlen. So, Gabumon ist jetzt hier im Einsatz, Freunde. Und wir punchen den mal weg. Haut's. Einfach einen fetten Punch gegeben. So, Victory, was bekommen wir? Okay, Wappen des Wissens haben wir jetzt bekommen. So, neue Area, das heißt neue Digimon. Da gucken wir doch direkt mal nach. Was wir hier bekommen, das ist nämlich TK. Hello, TK. Schauen wir doch mal hier. Yokomon wieder. Yokomon. Ja, wir haben jetzt nur Dinge, haben wir nur bekommen. Des Wissens. Also wir haben jetzt keine Liebe bekommen. Keine Liebe. Aber die kriegen wir alle nach und nach. Keine Sorge, Freunde. Keine Sorge. So.
Das haben wir fertig. Ich würde sagen, wir können aber... Oh, wir können wieder Kapseln, Leute. Kapseln. Eine Batterie. Batterie. Oh, okay. Also bis jetzt kann man nur Ikakumon oder Togumon bekommen. 2 Cent Stück und du kriegst... Oh. Oh, auch ein Ultra-Digimon. Ich kratze weg. Ultras auch. Vor allem wäre Garurumon, ey. Der ist Social. Oh, ich wurde direkt geedit. Aber kann ich erst auf Level 11? Also noch ein Level. Ich würde sagen, wir... Kann ich hier schon hin? Ja. Da. Das kennen wir ja schon, das ganze Gedönse hier. Okay, hier war ich noch nicht. Togumon kann ich aber upgraden. Bam. Auf plus 1 machen wir mal Togumon. War es Tanemon? Ich weiß es gar nicht. War es Tanemon? Ja, ne? Ja. Es war Tanemon. Tanemon. Nochmal Raid again. Tanemon. Raid again. Raid again. Raid again. Raid again. Nein, was ist denn hier los? Ich will jetzt doch nicht meine ganze Energie hier für einen Tanemon verschwenden, Mann. So, nochmal Bukamon. Level up. Bam. Bam, 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 bam. Ah, da war doch. Ja, war doch schon. So, auf plus 1. Kurumon kriegt auch nochmal ein Agumon. Agumon. Danke. Break. So, natürlich unser Jokumon auch. Multimon auf plus 1. So. Tanamon. Right again. Right again. Aber mal gucken, vielleicht tausche ich auch Jokumon aus gegen Tentomon. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. So, Agumon, so, Break. Und du kriegst den noch. Können wir noch nicht rein. Gut, dann machen wir die noch auf. Können wir auch noch nicht rein, um die auf plus 1 zu machen. Die kann ich da aber schon auf plus 1 machen, oder? Mein Schnuckilein. Ja, die kann ich schon auf plus 1 machen. So. Alles klar, dann sind wir ja momentan richtig geil drauf. Bevor wir das machen, gehen wir nochmal hier train. Ich kaufe dann schon mal den dritten Slot, würde ich sagen. Ja, so. Dann packe ich dann nämlich Dings rein, zack. Und Koromon starten wir mal. So. Obwohl wir eigentlich alle mal kaufen können. Okay, der kostet auch noch 100, dann holen wir den auch einfach scheiß drauf. So, dann würde ich gerne Patamon noch reinhauen. Die anderen, die können wir mit Bonbons machen. Haben wir nämlich das auch schon mal erledigt. So. Und haben wieder ein Level up. Social! Wollte mich nicht irgendjemand enden? Okay, dann nicht. Macht ja nichts. So, dann gehen wir direkt weiter. Wir haben uns jetzt ein bisschen aufgelevelt. Wir haben uns jetzt ein bisschen verstärkt. Also... Sollte ja jetzt alles glatt liefen. Hier könnten wir auch... Wir haben 119 Stresspunkte. Aber wir haben noch keine Liebe-Dinge. Wir haben noch keine Liebe-Liebe. So, bam. Das war's auch. So, was bekommen wir hier? Zeig mal. Okay. Jetzt nichts, was wir gebrauchen könnten. Erstmal nicht. So, wir haben schon volles Generation One Team. Sag geil. Ihr seht es schon, wir sind zwar 4 Level höher, aber one-hitten hier nicht irgendwie mal eben so. Das finde ich halt hier so nice. Und hier kommen jetzt schon die ersten Kämpfe mit 2 Digimon. Badam. So, Punchman, gut. So, kaputt ist das Ganze. So. Dann geht. Oh, für Gatomon gibt's was? Ein Break? Nehmen wir doch. Have a KitKat Break. Die Frage ist: Können wir auch direkt dann schon mal hier auf plus 1 machen? Ja, ne? Den haben wir doch jetzt auch. Das ist doch wunderbar. Zack, Break. Come on. Kriegt direkt auch mal einen hier. So, und Biomon. Biomon.
Na komm schon, Biomon. Biomon, Biomon, Biomon. Geht doch. So, alle auf plus 1. Das ist schön. Gefällt mir. Ist schon mal auf jeden Fall nice. Also man sieht auch wirklich, dass es neu ist. Es gibt nicht so viele Sachen hier, also ist halt alles neu. Sind wir eigentlich auf einer neuen Route? Ich weiß es gar nicht. Nein, ne? Ist immer noch dieselbe. Es ist immer noch dieselbe Route und ja, meine lieben Freunde, damit würde ich sagen, war's für diese Folge von Tamer Frontier. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn es euch getan hat, dann gebt doch einfach einen Daumen nach unten, nach oben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Tschüss!